Yo, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video, meine Freunde. Es ist mal wieder so ein Tag in der Woche, wo wir wieder nichts anderes vorhaben, außer uns Trimax-Fels reinzuziehen, weil wir einfach wissen, dass es die Views bringt. Max, Grüße geht raus an dich. Du hast in letzter Zeit wirklich wenig davon hochgeladen. Ich nehme an, das liegt einfach daran, dass du extrem wenig gestreamt hast. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil normalerweise, sobald du das streamst, irgendeine wieder passiert. Ich habe wieder so einen lustigen Sidekick dabei, der eigentlich nicht mehr ist als eine laufende Lachmaschine. Vive ist mit am Start. Was geht? Vive an der Stelle, wie gesagt, der einzige Mensch, der ständig Zeit für mich hat. Ich weiß auch nicht warum. Ich würde sagen, wir fangen direkt wieder an, meine Freunde. Das stimmt nicht. Wir schauen uns heute die Fortnite Fails 5.0 an. Ja, Digga, try not to laugh. Ich glaube, es wird unmöglich werden. Wir schauen mal rein. Let's go, der Hase. Auf geht's. Lukas, wenn du lachst, musst du tatsächlich deine eigene Mutter enthaupten. Ich lache jede Folge. Ja, perfekt. Super. Ich habe hier schon eine Fortnite-Szene. Neu Fortnite fertig. Ja. Das finde ich gut, dass da steht fertig. Das ist wieder das Ding. Wenn man der größte Streamer Deutschlands ist, aber keine Ahnung vom Streaming selber hat und sich das von irgendwelchen Leuten einrichten lässt. Grüße geht raus, Max. Ganz tolles Ding. Dann machen wir jetzt vor. Okay? Ja, passt doch. Man sieht doch alles. Ja, ist doch super. Hat Papa Platte Kinder, ja? Nein. Papa Platte hat eine Tochter. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wie, das so ernst? Ich mache bei YouTube Papa Platte Tochter, dann kommen da ein paar Videos. Okay, warte. Ich gebe mal jetzt das ein. Ach, scheiß drauf, Digga. Ich wurde gebaitet. Digga, was er labert. Oh Gott. Mein Puls ist geil, das ist so schlimm. Oh mein Gott. Ja, das ist alles total normal. Oh, stark. Schade. Sehr stark gespielt. Platz 25? Das ist gut. Ja, ja, mega. Max, das ist absolut beschissen. Starfuchs, hattest du Spaß? Ja. Imagine, you never met your idols, Digga. Ich will jetzt gar nicht mal mit euch reden. Naja, immerhin das. Möchtest du euch jemanden grüßen? Willst du noch irgendwie was haben? Nö, eigentlich nicht, nein. Okay, aber das war trotzdem nice. Der hat den schlimmsten Tag seines Lebens, weil er mit Trimax spielen muss. Wirklich. Ja. Grüße gehen raus. Na, lass den Kopf nicht hängen. Der ist so traurig. Ja. Er war am Ende sehr, sehr traurig. Oh Mann, wie unangenehm, Alter. Das ist das Ding, Leute. Solltet ihr irgendwann mal in irgendeiner Fortnite-Lobby Trimax treffen, erwartet euch nicht zu viel. Erwartet euch nicht zu viel davon, weil wirklich, es wird eine absolut herbe Enttäuschung. Es gibt diesen Spruch, never met your idols, nicht umsonst. Ja? Und wenn Trimax euer Idol ist, ach, dann ist sowieso vorbei, Digga. Dann ist sowieso vorbei. Dann könnt ihr genauso gute Wi-Fi-Demerch tragen. Junge, als Maul, Mann. Hey, Leute, cool, dass ich mal mit euch zocken kann. Oh, ich bin tot. Naja, war schön. Und dann ist er gegangen. Der hat das. Irgendwie hatte der. War nicht sein Tag heute. Ah. Ich hab dich mal auf 5 HP geschossen, Mickey. Ah, das ist. Oh ja. Das ist ja geil. Mit Lazy. Das ist stark. Mit Lazy. Weiß er bestimmt noch. Da erinnert er sich. Da bedanke ich mich. Guck mal, Trimax, was er jetzt macht. Nein. Warum? Oh, Junge, was für ein Assi, Alter. Trimax ist erstmal raus. Miggi? Ja? Komm, lass mal. Lass mal ohne die Stream-Sniper zocken, die uns töten. Oh, Digga. Oh, das war ein Stream-Sniper, Digga. Ja, ja, er hat ja gesagt, ich hab dich auf 5 HP geschossen. Okay. Mit dem Lazy. Ich hab dich schön auf 5 HP geschossen. Oh, geil, kannst du ohne uns spielen. Also, wirklich? Wie dumm sind die denn? Einfach nur peinlich. Einfach nur peinlich, Max. Was ist mit Blades? Niki ist dein Mate? Hab den gleichen Skin? Digga, wir sind vor. Also. Ah, ne, das sag ich lieber nicht. Was denn? Aber nicht, dass er dann lief, Digga. Nee, alles gut. Wir wollten. Also, ich wollte. Mein Mate hat Game restartet. Ja. Ja. Dann bin ich in der Runde alleine. Dann war er da drin. Dann er so, ja, add mich. Dann gehen wir rein. Also zu euch. Ah, ja. Aha, okay. Hm? Okay. Dann sag mal, wo ihr landen wollt. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Sind einfach auch Stream-Sniper. Ganz einfach, Digga. Sind einfach auch nur Stream-Sniper. Ehrlich sein. Boah, wenn Max lacht, sieht der aus wie so eine Statue von den Osterinseln. Kennst du diese komischen Steinköpfe? Digga. Es gibt nichts Schöneres als früher morgen Trimax-Fails. Kein Zuschauer hat's getrennt, aber es war geil. Es ist einfach, nur, geil, ist einfach nur wunderbar. Ich verdeck meine Cam, bis wir gelandet sind. Achso, okay. Ich hab ein Stream-Deck, wo ich eingerichtet. Geht das?
Natürlich, toll. Kannst du das machen. Gut, Scheiße, perfekt. Ich hab das falsch gemacht. Hey, Digga, guck mal, der Max sagt einfach irgendwelchen, weiß ich, irgendwelchen Studenten, die so für 10 Zuschauer streamen, aber alles richtig eingestellt haben, ey, richte mir mein Streamdeck mal ein, ich kann das nicht. Und dann wundert er sich, dass nichts funktioniert. Max, mach es doch einfach. Ja gut, Tobi hat es bei mir auch gemacht. Ja. Hä? Ja, so, boah, ist gut. Nur meine Cam aus. Das ist einer der größten Streamer Deutschlands. Ich hab jetzt extra eine. Oh ja. Ich habe jetzt extra eine Stream Deck hier. Das ist eine Fortnite-Sequenz wieder. Was macht der denn da? Snoozy? Ja. Die haben es wirklich geschafft, Digga. Und du. Ernsthaft? Oh, unangenehm! Wir hören euch noch! Oh mein Gott, wie unangenehm! So ein bisschen unangenehm, aber ist in Ordnung. Digga, wie unangenehm! Digga, wir haben's wirklich geschafft! Ja, Bro, die stehen hinter uns. Das ist cool. Ja, naja, das ist geil. Sehr cool, ja. Okay, ciao. Tschüss. Das ist so, wenn Trimax sich vorstellt. Er sagt, ich bin nicht unangenehm, ich bin cool. Mach heute, die reden wieder. Psst. Glaubst du die Hörnern? Ja, ich glaub schon. Auf voll PCs, viele sind ja draußen. Dann gehen wir ready, ja. Und du wolltest 21 Uhr aufgehen, oder wie? Oh mein. Wir können euch noch hören. Digga, guck dir das Gesicht an, der sieht aus wie eine Schnecke, Digga, der sieht aus wie der Kopf von einer Nacktschnecke, Alter! Wo ist der Hals? Zweimal! Wir sagen tschüss! Das war Max' großer Erfolg in diesem Jahr. Zweimal hat er den gleichen Typen geprankt. So genial, wirklich. Also Max, tolles Mindgame. Moin Leute, Emola und Cybermorg. Ihr zwei Blaumünzen. Cybermorg, Alter. Hölle. Das ist so dumm. Was ist das denn für ein Scheißname? Jo. Cybermorg. Digga, wieso mobbt der seine Zuschauer einfach? 31. Imagine, du kennst Trimax gar nicht, ne? Und dann sagt dir jemand, hey, kennst du Trimax? Und er zeigt dir dieses Video, wo er die ganze Zeit Zuschauer verarscht und beleidigt und dann noch was von seinem Gameplay. Und dann sagt diese Person dir aber, das ist mit einer der größten Streamer Deutschlands. Dann denkst du doch, was ist in Deutschland los, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Cybermorg, Alter. Wie heißt du in dem Cybermorg? Cybermorg. Als Freund endlich heißt es Cybermorg. Wie man spricht. Cybermorg, Alter. Ist ja sehr, sehr peinlich. Taserface, Alter. Richtiger Sch. Taserface? Taserface? Cybermorg! Ich kann nicht mehr! Ja gut, also Max, so witzig ist es jetzt nicht, ne? Also... Guck mal! Ey, wo bist du mal raus? Das ist neue Emote bei mir im Chat, Digga. Das wird neues Emote. Leo, einmal ausschneiden. Hier ganz kurz Emote-Preview. Perfekt, Digga. Wollt ihr noch irgendwas loswerden und jemanden grüßen? Und noch was raus da. Eigentlich könnte ich ja jetzt grüß noch das erzählen, Story, was ich am Anfang sagen wollte. Ja, genau. Also, ich wollte euch Stream snipen. Oh! Ja. Oh! Reingegangen. Ja. Und dann ist er halt auch reingekommen. Dann hat er gesagt, ja, adde mich. Da sind wir in einer Runde, in einer Lobby. Und dann zu euch rein und da sind wir reingekommen. Ah. Hm. Ist ja. Ihr kleinen Pisser. Natürlich strong. Das ist natürlich clever. Ja. Nee, aber irgendwie gibt's da eine Taktik. Das haben die davor auch gesagt, ne? Ja. Irgendwas mit in einer Lobby und dann adden, keine Ahnung. Ist das jetzt irgendwie Trick? Geballt ist das jetzt irgendwie so ein Trick? Das sind jetzt die Kandidaten, die wir brauchen, Max. Okay, dann tschüss. Ja, dann tschüss. Einfach tschüss, ne? Einfach tschüss, hat rein. Okay, du bist der wendigste, Mickey. Dankeschön, Prost. Prost. Unangenehm. So, und der unangenehme Loadscreen. Max, kriege ich auch noch irgendwas mit auf den Weg von euch? Ja, du bist der beste Fisch der Welt. Ah, das ist Benji Fischi. Kannst du bitte nochmal Fisch sagen? Ja. Bitte nochmal Fisch. Kriegst du ihn an der Stelle auch? Was? Fisch? Digga, ich kann's auch nicht. Wenn er mich jetzt frontet. Nochmal Fisch, bitte. Was? Fisch? Digga, Max,
Das ist einfach ein sehr, sehr unangenehmes Video heute. Kann das sein? Fisch. Fisch. Hat der Schisch gesagt einfach. Schisch? Ja. Hey Junge, lebende Osterinsel. Was soll ich sagen? Schisch. Digga, dieser Junge. Oh, jetzt kommt der Gameplay. Max, push hier gerade hoch. Stark, wie er hier baut. Keine Mats mehr. Oder passt. Ja, sehr schön. Max, jetzt hier nach oben. Komm. Oh, wurde hier eingebaut. Wie ist der denn so krass? Wer ist er denn? Der hat einfach nur einen Boden über ihn gesetzt. Du bist einfach zu langsam. Wo ist der? Ganz oben. Oh, die Boss-Edits. Ja, ja. Max! Max, hast du es gerade gesehen, wie er auf seinen Mate geschossen hat, Auto? Ja, deswegen. Was kommt jetzt? Wie sieht es vor euch aus? Aber Digga. Oh, boah, guck mal, Hilfe! Der bleibt stehen! Ich bin im Schwertkampf! Im Schwertkampf! Boom! Nice. Sorry! Let's go, ich kann ja schon gut. Jetzt haben wir den Pickaxe, ganz geil. Max, ist das deine Runde? Ich hab vier Kills. Drei Kills, absoluter Rekord an der Stelle für dich. Ich hab drei Kills. Ja, ist gut. Mit einer grauen Pistole. Das war so geil, mein Herr. Oh, ist so, jetzt krieg ich so viele Anfragen. Hm? Unangenehm. Das ist hier ein zweischneidiges Schwert. Es ist. Oh mein Gott, ich muss fast heulen. Man darf sich jetzt auch nicht die Finger verbrennen. Ich muss fast heulen, Alter, oh mein Gott. Icarus ist zu nah an die Sonne geflogen und ist dann abgestürzt, weil sie die Flügel verbrannt hat. Was? Hm? Der griechische Mythologie-Boss. Oh mein Gott, ein Traum. Kann man sich mal auch oft schnell verschätzen. Der griechische Mythologie. Digga. Ja, Umfrage. Digga, es wurde doch Zeit, oder? Nein. Ja, Max, also absolut stark wieder von dir gespielt. Tolles Community-Management, was du da hast. Wirklich ganz großes Ding. Ich bin an der Stelle doppelt und dreifach raus und verbleibe mit einem freundlichen Halt auf deine Fresse. Ganz kurz, falls Max, dein Techniker, ich bräuchte auch noch Hilfe. Also ja, perfekt, Leute. Jungs, danke. Sucht euch doch einfach irgendwen auf Fiverr. Macht's gut an der Stelle, haut da rein. Schaut nicht bei Vive vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss.